Mahlzeitbüro, ist euer Silvester Friedmauer am Start. Ja, nach so langen Wochen, schon Monate, habe ich mir gedacht, mach's mal wieder ein Video. Und zwar, ja, wie das Altbekannte jedes Jahr, und zwar meine Rester von 2018. Ja, wir haben hier drei Kisten. Eine längliche, natürlich, das kann ja drin sein, Raketen. Hier, denke ich mal, Böller, ich weiß nicht mal so ganz genau. Wie gesagt, das sind mittlerweile schon 4 Monate her. Und ja, ein Paket von Otto. Bestimmt F3 drin. Kleiner Spaß am Rande. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und schauen wir mal, was ich noch so habe. Sieht nicht so gerade viel aus. Bis gleich. So, Pyros, wir fangen jetzt hier gleich mal an. Und zwar gleich mal mit der Kiste hier. Ja, wenn ich ab der Bruder. So, gucken wir doch gleich mal an, die Schmusekiste. Haben auch gleich F1 Artikel, noch P2. Ja, haben wir und Knallerbsen, alles in Schunskram drin. Da habe ich nicht so am Start. Ja, gibt nichts zu fressen, mein Freund. So, dann haben wir die Double Power, die habe ich mir dreimal erhöht. Und ja, ich habe da jeweils, glaube ich, habe da ein Rollzinn von den ganzen drei Paketen. Ich weiß nicht warum, aber es ist leider so. So, dann haben wir hier aus den Niederlanden, und zwar aus dem Aldi. Ich glaube, hier Deutschland heißt es, glaube ich, Future oder so. Glaube ich, 10 Euro. Und da drüben in den Niederlanden Aldi, glaube ich, 5 Euro. Und die Vulkane, Fontaine und alles, was hier drin ist, für F1 ist das unglaublich stark, muss ich sagen. Und ja, stolzer Preis. Also stolzer guter Preis. Dann haben wir hier komische Kanonschläge. Und zwar von Komet. Die gab es im Aldi. Da quatscht im Netto. 6 Stück drin. Waren besser wie die Weco-Dinger aus dem Lidl mal wieder. Dann haben wir hier Flashbang. Wie immer am Start. Dann haben wir hier Double Flash aus dem Lidl. Jedenfalls noch zu. Dann haben wir hier The King, noch eine gute Charge, also die haben wirklich hier rum, die Teile, habe ich echt niemals geglaubt, dass die so gut sind. Aber mittlerweile sind sie ja, glaube ich, auch nur noch Mist. Dann haben wir hier die Silber Pirate. Ja, ja, noch fast voll die Dinger. Dann haben wir Roter Corsair von Fire Event ebenfalls. Da sind auch noch ein paar drin, habe ich einen fast alle wegbekommen. War jedenfalls sehr geil. Ja, dann haben wir hier deutsche Grauer, Reiber. Ich kann das jetzt hier nicht alles rausholen, das sprengt den Rahmen einfach. Dann haben wir hier so King 2.0. Dann haben wir hier noch 2 Stück. Dann hier FKD Keller noch. Modeller. Aktuelle Deko-Rotze. China Böller, der von Nico. Mit einer der besten Böller noch, den ich finde so. Wie man so in die Geschäfte bekommt, dann nehmen wir Superböller. Da haben wir mal FKW, Torwetter P. Hier unten haben wir noch ein Dynamite-Bag zu liegen. Brauche ich jetzt gar nicht vorsehen. Dann haben wir hier School Crackers. Komme ich gleich noch zu. Hier haben wir nochmal Superböller 2 von Funke. Hier haben wir nochmal Funke D für 1 Person. Die Superböller 2 von Funke haben nicht so. Überrascht, muss ich ehrlich sagen, hier nicht so geil geschnipselt. So, dann machst du es mit der Kiste und dann machen wir gleich weiter hier mit Otto.de. Bis gleich. So, Pyros, weiter geht's. Die Kiste ist auf. Hier haben wir gleich ein paar Raketen. Und zwar hier die Thunder. Thundercon Headbangers. Ja, das ist ja die neue Charge, die ist jetzt nicht so geil. Die allererste, ich weiß nicht wann die war, 12, 11, keine Ahnung. Die waren richtig super, aber naja, wie das jetzt so ist, immer wieder. Dann haben wir hier eine Fontaine hier von dem aus den Niederlanden, das Set. Dann haben wir hier das Hammer Big Shot 20mm Bombenrohr von Gao. Ja, jedenfalls nicht so pralle da gewesen. Hier nochmal die komischen Kanonenschläge.
Jetzt kommen wir zu das Premium-Raketensortiment von Tropic. Und zwar das Pyroman 2, was absolute Jauche ist. Also ich habe das glaube ich 5-6 Mal bestellt oder so. Das kam 2 Euro. Ja. Gut, hätte man sich vorher denken können, dass das natürlich nicht so geil ist. Aber ja, allein die Böller, das ist ein Witz. Da hing nicht einer, wenn ich das eine Set mal getestet habe. Die Raketen, da kommt maximal ein halber Stern raus. Absolut der Hammer. Und davon haben wir hier gleich noch 3 Stück liegen. Ja, die werden auf jeden Fall in Granulos weggerotzt. Also die, keine Ahnung. So, denn hier orange Sicht von Nico in Rot. Glaube ich 39 Cent hatte ich dafür bezahlt. Ist eine Fehlcharge. Kommen nicht so ganz hintereinander hoch wie Feuer, wie südlich eigentlich sein sollte. Aber die Dinger sind grell, sind richtig gut. Dann haben wir hier noch Shooting Stars, ebenfalls nicht angerührt. 10 Stück. Ja, ist jetzt auch nicht so Bombe, aber man kann mit den Dingern eigentlich schön was anfangen. Dann haben wir hier die Ratte hinten. Das ist ebenfalls aus den Niederlanden, aus dem Aldi. Das sind so eine Knapperpeitschen, wie ihr seht hier. Die sind sehr geil. Ja, hier noch kleine F1 Vulkane, die mega sind. Hier unten haben wir noch 1 Kram. Das ist so Brummer halt. Sind ebenfalls sehr gut, auch aus den Niederlanden. Dann haben wir hier die Tropic-Vögel. Ja, ähneln den Beko-Sonnenvögeln, würde ich mal so sagen. Also sind eigentlich sehr gut. 2,50 Euro oder sowas. Aber naja, zum Aufheizen kann man das. Hier unten Thunder King hat schon gesagt. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Von Jorge sind sehr geil. Ja, dann haben wir hier unten nochmal Double Flash von Beko. Aus dem Lidl, die Bombenrohre, ich fand die eigentlich sehr geil, hätten schon zur Höhe ein bisschen kraftvoller sein können, aber naja, gut, okay. Dann haben wir hier Knetter King, da habe ich irgendwo glaube ich noch eine ganze Packung rumliegen. Ich weiß gerade nicht, was das hier gerade ist, ich glaube das ist die Kiste für Granulos. Aber dazu komme ich ja mit einem anderen Video auch mal zu sprechen. Ja, hier die Knetter Kings sind so ähnlich wie die Schokolino von Röder, also sind genau die gleichen, halt von Nestlé. Jedenfalls aus den Niederlanden und ich glaube 6 Euro, 24 Stück waren drin. Und ja, jetzt haben wir hier drunter nochmal Flashbang von Beko. Das ist das ja eigentlich, glaube ich, schon. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Paket. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich, dann war es das auch schon. So, Pyros, weiter geht's mit dem letzten Paket. Da haben wir eine Tüte, da gucken wir gleich mal rein. Ja, was hier dran ist. Okay, hier haben wir Sandago Max, noch einen einzelnen, noch einen Knetter King, hier haben wir noch Doppelknell von Explode, dann haben wir hier die Nova Fontäne von Blackbox, die Nummer 1, sehr geiles Crackling, wenn man da mal so 5 Stück nebeneinander stellt und die anzündet, einmal frei, kann man auf jeden Fall empfehlen, extremes geiles Crackling Inferno auf jeden Fall, dann haben wir hier noch einen Thunder. Das ist noch die Designfreunde, geil. Hier noch einen einzelnen Böller, ich glaube im Keller. Und den haben wir hier noch. Was haben wir hier Schönes? Ah, hier die Funke A-Reiber, die ich persönlich nicht geil fand. Also, die haben auch ewig lange gebraucht, die geknallt haben. Naja, nicht so mein Ding gewesen. Naja, soll ja auch bloß, glaube ich, eine Produktion gewesen sein und den glaube ich nie wieder. Naja. Dann haben wir hier zwei Raketen, und zwar die Goldrausch-Raketen von 2015 noch, hier die Zweier und Stab, und hier jedenfalls die Zweier ohne Stab, das ist noch von 2015, die waren noch viel geiler als die jetzt nehmen, finde ich zumindest. Dann haben wir China-Ballade von Keller, nicht 106,99, war aber halber Preis, also 3,50. Ja, ist noch zu. Ich fand die Keller-Böller das Jahr davor gut, deswegen habe ich die nochmal mitgenommen, aber ich habe sie nicht getestet. Ja, sie können sie ja nochmal trocknen, weil sie nass sein sollten. So, dann haben wir hier die Summer King. Grüße hier nochmal auswendig. Hier haben wir zweimal die besten Bomber. Ich finde sie so besser wie die Flashbang. Und die heutigen Flashbang mit den Salut finde ich sowieso nicht mehr so toll. So, weiter. Hier sind die Knetterking nochmal, hier haben wir 24 Stück. Ich glaube 5,99 kamen die und das ist ein Top-Preis. Die Dinger sind für Cut 1 sind die einfach mega. Also die sind jetzt nicht leer, unten drunter.
sind die anderen. Die eine Seite ist schon so wie verschneit und in der Kiste drin halt. So, dann haben wir hier noch Space Sound Raketen. Immer wieder lustig. Machen immer wieder Spaß. Vor allem, wenn man sich irgendwo abseits stellt, wirklich abseits, wo kein Mensch ist. Und die Dinger auch immer kurz im Quer schmeißt. Ja, das macht schon Laune. Hier haben wir noch P2 am Start. Oh, cool. So. Auf jeden Fall machen sehr viel Spaß. Dann haben wir ja, die schon vor 2-3 Jahren. Hier haben wir die Toshi Rockets. Weiß ich auch nicht, 13 oder irgendwas. Auf jeden Fall mit dem Totenkopf. Fand ich sehr witzig. Das hatte ich zweimal. Einmal habe ich jetzt hier noch immer. Ja, deswegen einmal noch so rumliegen auf hier oben und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier das Family Stars für 5,55 Euro einmal, also das Jahr davor noch, glaube ich, war das. Fand ich, ja, es macht Spaß, für zwischendurch da einen Haufen Kleinkram damit drin zu haben und so. Hier ist nochmal eins, also eins von beiden kam 4,44 und eins das war noch das Jahr davor mit 5,55. Ich glaube 2018 kam es ja auch wieder 5,55. Also ist eins von den beiden schon 3 Jahre alt. So, dann haben wir auch sehr leckeres. Und zwar da haben wir das Powerpack nochmal hier am Start mit den Bombenrohren. Das habe ich mit Absicht nicht gezündet, weil es ja, glaube ich, gar nicht mehr hergestellt wird. So viel wie ich weiß. Weil die Whistling, die gibt es ja leider auch nicht mehr, die hier drin sind. Das finde ich sehr, sehr schade. Von einem meiner Lieblingsbaumrohre. Aber naja. Habe ich noch einmal da und wird auf jeden Fall aufhören. Ja, jetzt kommen wir hier zu einzelnen Raketen noch. Und zwar haben wir hier nochmal die Geldrausch. Einmal die 1er, ebenfalls noch von 2015. Und nochmal die 2er, jedenfalls 2,15er, Charge aus außen Kaufland, glaube ich, gewesen. Dann haben wir hier die Hammer-Raketen von Garo, habe ich mir eine aufgehoben, die Dinger sind einfach geil. Ich habe sie gleich ins Herz geschlossen und da habe ich mir auch schon, ja, schon mal ein paar Vorrat vorbestellt. So, dann haben wir hier... Lass ich jetzt einfach mal hier drin, Knallrakete nochmal, die Donnerhelle haben wir zum Beispiel noch da, von der Silberhütte noch früher. Und ein ganz dumpfen Knall so, machen die, ne? Sind jetzt nicht gerade laut, aber geil, machen auf jeden Fall Spaß. Dann Explode noch, Kugelkopfrakete. Da dann aus dem Flyhell Raketensortiment, was ich hier hochgeladen habe. Ja, sind jetzt nicht alle scheiße, die Raketen, aber haben sie auch welche mit Zerleger und die waren gar nicht mal so schlecht gewesen. Das war aus dem Londoner Postenpaket da für 20 Euro, da war das Raketenzelt mit drin und so weiter und so fort. Und da müsst ihr mal gucken, habe ich auch hochgeladen das Video. Ja, so, das war's. Außer wir haben jetzt hier hinten noch ein bisschen was. Das sind ja so meine Dinger, die ich hier so ein bisschen rumstehen habe. Müsste eigentlich auch schon teils Leute kennen, denn hier. Haben wir noch ein Erbe und hier noch ein bisschen älteres. Dann haben wir hier zum Beispiel noch schön DDR Cosmo-Schweif. Freunde, das war Qualität, Freunde. So, ja. Sonst ein paar Harzer noch, hier hinten noch die Flashbang, erste Charge, großes Five-Konzert, Galactica, hier hinten die Explode-Böller, die rotzigen, ranzigen Dinger. Naja, blöd. Das war's eigentlich von meinen Resten. Also ich muss diese ordentlich wieder was einkaufen. Ist ziemlich viel weggegangen. Gott sei Dank auch. Lager nicht so viel in der Wohnung. Denkt dran, gibt ganz viel Eier. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Denke mal, dass ich zu der Kiste hier zu drei Mühe jetzt nochmal extra ein Video mache. Mit dem Horst hier, der kommt auch mit. Ein kleiner Spaß. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wie gesagt, 3 Monate her, wo ich ein Video hochgeladen habe. Und haut rein, also das ist FKD. Und bis dann.